Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Und wieder ist ein neuer Film in meine Filmsammlung gewandert. In diesem Fall ist es kurz Fast and the Furious 8. Gleich vorab möchte ich in diesem Video sagen, dass ich definitiv keinen weiteren Fast and the Furious Teil mir zulegen werde. Egal wie toll, egal wie schön, egal welche Kritiken, egal wie viel Werbung gemacht wird, mir nochmal zulegen werde. Die besten Fast and the Furious Filme, die mich persönlich noch wirklich interessiert haben, war 1 bis 3. Weil die hat noch was mit der Tuning-Szene zu tun, noch was mit Autos zu tun und nicht diese ganze Scheiße drumherum. Zum Beispiel bei Teil 1, unvergessen, ja, hat, würde ich sagen, viel auch hier die Tuning-Szene auch in Deutschland geprägt, wie ich finde. Ja, da wurde das auch langsam populär mit den offenen Blow-Off-Ventilen, das Zischen bei jedem Schalten. Neues war dann wieder ein Gespräch, ja, Lachgaseinspritzung, bla 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 bla. Das waren noch die richtigen guten Filme. Bei dem zweiten Teil war eben halt so die Underground-Szene, ja, diese, ja, illegalen Straßenrennen nachts, wo dann so ein bisschen schon wieder diese Ermittlungssachen dazu kamen. Und Teil 3 hatte eben halt die ganze, ja, Drift-Szene in Fokus gehabt, ja. Deswegen, also wer sich für die ganzen Tuning-Sachen interessiert, wie ich finde, ist immer noch das Beste, Fast and Furious 1 bis 3. Ich bin schon wirklich nah beim Überlegen daran, dass ich mir Fast and Furious 1, 2, 3 mir nochmal als Stil direkt separat hole und meine ganzen anderen Fast and Furious Teile verticken werde. Also von 4, 5, 6, 7, 8, dass sie alle wegfliegen. Weil die haben nichts mehr damit zu tun und das ist dann für mich nur noch ein Agenten-Police-Film, wo die Autos eine Nebenrolle sind, wie so bei James Bond, die Gadgets oder bei Batman, eben halt die ganzen Ausrüstungssachen. Die haben nichts mehr damit zu tun. Und sie sagt, kommt mir ja nicht mit, ja, die sind unterhalten. Nein, Ost ist der eine der Feind, dann ist wieder der Freund, dann ist dann der dessen Feind, wieder der Freund. Also das ist irgendwie, nein. Also ich, definitiv, es wurde schon angeteasert bei Twitter, Hashtag FS oder FF9, ja, also Teil 9, 2020 sollte irgendwie erscheinen. Da muss ich auch ehrlich sagen, geht mein Arsch vorbei, interessiert mich auch nicht. Selbst diese Veröffentlichung, die ich jetzt hier euch vorstelle, geht mein Arsch vorbei. Ich habe es mir angeguckt und ich bin auch mittendrin übelst eingeschlafen, hatte übelst zu kämpfen gehabt, wach zu bleiben, weil es ist dieselbe Scheiße. Es ist nur Effektgulasch, ja. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, Kopf aus und sich berieseln lassen und ihn halt genießen, aber es ist, ach, nein, gefällt mir nicht. Das ist, man sitzt nur da, kopfschüttelnd, wie ich finde. Und naja, es gibt nur ein paar Szenen, wo man mal sagen kann, ja, das war ganz lustig, toll, und der Rest ist, na, Bullshit halt. Ja, warum habe ich mir das gekauft? Ja, man will es immer halt komplettieren, seine Sammlung. Aber ich bin jetzt wirklich, also ich trage mich mit den Gedanken dran, dass ich die ganzen Fast and the Furious Teile, die ich habe, ab Teil 3 abgebe. Oder besser gesagt, ich habe noch diesen komischen Reifen da, dass ich die komplett verkaufe. Wer Interesse hat, kann sich mal melden. Ich habe diesen Reifen. Und dann ab Teil 4 oder 6 habe ich alle die im Stil. Ja. Vielleicht wäre mein Angebot unterbreitet, kann dann die alle haben. Ich wollte mir dann nochmal 1, 2, 3 holen im Stil. Oder vielleicht kommt irgendwann mal so wie bei X-Men so eine komplette Edition raus, wo alle drei Teile drin sind. Vielleicht sogar im Stil, ja, ganz toll. Oder Amari, weil irgendwie, naja, egal. Aber es soll jetzt erstmal wurscht sein. Wir schauen jetzt erstmal uns den Scheiß hier an, ja. Okay. Und so eine ganz große Sache kommt dann noch, das hätte ich bei anderen YouTubern. Da habe ich nun mir so die Videos angeschaut, ja, und habe gedacht, okay, von außen sieht schön aus, von innen sieht schön aus. Aber ich hätte mal den Ton anmachen sollen. Da hätte ich auch noch eine andere Information erfahren, die hier mir leider zu spät kam. Also erfahrt ihr aber auch gleich hier in diesem Video. Ja, bleibt dran. Also, wir haben erstmal wieder ein, ja, 16 zu 9 Bild mit Balken. Leider, schade, weil die Bilder sind halt dann ganz okay. Ja, die Qualität ist subi. Wir haben aber einen exzellenten Ton drauf, ja, ein Deutsch DTS X7.1. Ja, also das ist schon, also der Konkurrent zu Atmos, ja.
ja, meines Wissens, verbessert mich, wenn ich mich irren sollte. Aber wir haben ja immerhin einen deutschen Ton DTS:X 7.1 drauf, der in manchen Stellen auch wieder sehr, sehr gut abgemischt ist. In manchen, naja, irgendwie die Effektsache wieder weggehen. Okay, kann ich nicht mitreden. Ich habe nur eine 5.1 Anlage. Ja, und dann auch nur Dolby digital fähig. Kein True HD, kein TTS HD. Ja. Also 16 zu 9 Balken, Ton, alles okay. Ja. Das Steelbook ist auch von Preis ganz akzeptabel. Könnte billiger sein. Ja. Wir schauen uns jetzt mal das Steelbook an, bevor wir hier lange weiter rumeiern. So, da geht's, kommt ja zum nächsten Punkt. Also es ist wieder hochglänzend gemacht. Und ihr seht wieder. Tada! Da seht ihr das. Wieder mal eine Produktionsdelle. Ja, eine Produktionsdelle. Entschuldigung. Eine Produktionsdelle wieder drin. Wie bei den Filmen live. Anscheinend von selben Band. Selbe Einstellung, selber Mitarbeiter, selber Roboter. Keine Ahnung. Ja. Dann haben wir hier unten eine Katsche drin, die ich nicht sehen konnte durch den Umschlag, der drumherum war. Hinten, das habe ich glaube ich nicht mitgekriegt, hinten ist ganz okay. Ja. Also ihr seht jetzt hier die ganzen Cover. Also mir hat eben halt dieses Cover-Design sehr gut gefallen. Ja, man sieht hier einen alten Deutsch. Ja, der eben halt hier so. Die Szene wisst gar nicht, ob die jetzt im Film vorkam. Aber es sieht halt schön aus. Also es passt, ja, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben mal hier diesen Spine. Wir haben hinten Rückansicht, das ist so das Finale hier. Und total, naja, ach, ich finde es nicht mehr toll. Also, nee. So, dann haben wir hier drin einen Innendruck. Also nochmal die finale Szene von hinten nochmal hier drin. Als durchgehenden, kompletten Schwarz-Weiß-Druck, ja, wo gerade das U-Boot durchbricht. Ja, schön. Also ich sag mal, die jüngeren Zuschauer finden das vielleicht ganz toll. Wow. Ich finde es, naja. Also mit Auto-Tuning-Szene hat das nichts mehr für mich zu tun und deswegen Bullshit. Wir schauen uns mal nochmal das Infoblatt an, ja, was hier mit dabei ist. So. Da könnt ihr mal schauen. Wenn ihr was Interessantes seht, macht halt Pause. Hier sind die Bonis drauf. Ihr seht schon wieder einen digitalen Ultraviolett-Code, ja. Ja. Das Bild, Länge, Ton, bla bla bla. Ja. So, und weil ihr so tapfer wart und habt das Video bis zum Schluss durchgehalten, bekommt ihr natürlich wieder die Filme. Und jetzt kommt der Oberkracher, Leute. Der Oberkracher. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Nicht nur, dass damals Mediamarkt leere Steelbooks verkauft hat, um euch dann den Amari-Film oder was weiß ich da wieder reinzupacken. Nein! Hier haben sie sich ganz was Tolles einfallen lassen. Die verkaufen hier diesen Film in einem schicken Steelbook. Ja, kann, mein Steelbook kann man ja nicht meckern. Aber in zwei Versionen. Es gibt den Film als Director-Cut-Film, aber nicht als BD. Nein! Wo kommen wir denn da hin? Nur die Kinofassung ist hier in den Steel drin. Ja? Sondern der Director's Cut ist in digitaler Form hier vorliegend. Wie bescheuert ist denn das, bitte? Also ist doch wirklich so, oder? Wenn ich mir einen Film kaufe, ja, möchte ich doch dann, wenn dann eine lange Version drauf haben, oder mich entscheiden, welchen kaufe ich? Die Kinoversion oder den Director's Cut? Oder am besten auf der BD war bestimmt noch Platz, um beide Filme drauf zu machen. Da hätten sie eben halt das DTS:X wegmachen können und hätten sie halt ein DTS HD hinpacken können. Wäre auch gut gewesen. Und zwei Filmversionen. Kino und Director's Cut. Nein! Die haben das hier als digitale Form. Und irgendwann kommt bestimmt wieder so eine, ja, Director's Cut-Version raus in, ja, Amari oder Steel. Darfst du wieder neu kaufen. Was ich wohlgemerkt nicht machen werde. Und schon die Kinofassung war für mich schon langweilig. Und die längere Director's Cut ist dann vielleicht noch lange langweiliger, weil sie länger geht. Aber worum rege ich mich da auf? Ja, weil das eine Sauerei ist. Ich kann doch nicht sein, dass eben halt der ganze Scheiß in digitaler Form vorliegt. Was soll denn das? Wenn man Sammler ist, ja, Collector, dann möchte ich das auch bitteschön als
greifbares Medium irgendwie haben. Also was, also Bullshit, oder? Ja, egal, genug aufgeregt. Ich mache jedenfalls die Scheiße nicht mehr mit. Langsam vergeht mir auch das Sammeln an Filmen, weil man wird eh nur gefickt. Ja, Entschuldigung, ist so. Ja, du kaufst einen Film, du denkst, ja, das ist die überarbeitete Version, die tolle Version, du hast alles drinne. Ein paar Monate oder Jahre später, ja, die hast du nicht gesehen. Neue überarbeitete hast du nicht gesehen. Krasse, extreme Version, ja. Wo du dann denkst, hä? Darfst du nochmal neu kaufen, wenn du davon Fan bist, ja. Deswegen irgendwie wird man nur verarscht. Aber na gut, als Konsument wird man ja eh nur gelingt, wie ich finde. Aber was soll's. Den ganzen Scheiß nicht mitmachen. Ja, hier habt ihr den Film, den langweiligen Schnarchfilm, meiner Meinung nach. In Kinofassung, unexklusiver Director's Cut. Wenn du jetzt der Erste bist, hast du zwei Filmversionen, die du da runterziehen kannst. Kino, wo ich schon eingeschlafen bin, und Director's Cut. Bei den Director's Cut-Filmen, Cut-Film, Entschuldigung, kann mir ja derjenige mal sagen, was da länger drin ist oder mehr zu sehen ist. Bei Schnittberichte kann ich es mir auch angucken, aber habe ich keinen Bock drauf, weil der Film interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ja, das hast du, zwei Filmversionen, Kino und die längere Cut-Version. Kannst du einlösen, kannst du dir angucken, kannst dabei einschlafen. Und ja, das war's in diesem Video von diesen langweiligen Filmen. Wenn ihr wirklich Auto-Fans seid, Tuning-Fans und nicht eben halt jetzt hier Dwayne The Rock Johnson schauen wollt oder ein paar andere Leute wie Vin Diesel, der immer älter wird, der irgendwie hier, naja, nicht mehr meiner Meinung nach hinpasst, holt euch 1, 2, 3 Fast and Furious, ja, die drei Teile und reicht. Es reicht einfach. So, okay, das soll es gewesen sein. Bis nächstes Mal, euer Digga Yoshi und tschüss.